Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 3. Ich habe mal bei meinen OBS-Einstellungen was anders gemacht. Ich hoffe, die Qualität kackt jetzt nicht so sehr rein. Sorry, wenn ich das so sage, aber können wir sagen, ob das besser für... Also nicht so extrem schlechter nun ist, die Qualität. Wäre toll, wenn ihr mir das sagen könnt. Höhle der Gezeiten sind wir hier gerade. Okay, die ersten Gegner. Auf dem neuen Kontinent. Werden wir es schaffen oder werden wir kläglich scheitern? Das werden wir jetzt sehen. Okay, reden wir schon mal schneller. Okay, Eispfeiler. Okay. Er ist down. Okay. Schaden war moderat. Schaden ist... Ist Fümis hier willkommen. Auf diesen Schwierigkeitsgrad. Also von der Stärke der Gegner her, meine ich. Ein bisschen Potion mal, Refer geben, ne? Die Tür ist verschlossen. Okay. Wir müssen vorher was entdecken. Okay. Ein Hinterhalt. Oh, oh, oh. Wir wagen trotzdem mal den Angriff. Greif mal so normal an. Beschuss. Die macht zwar die Hälfte. Okay, sehr wenig Schaden gerade. Hm. Windklinge. Nice. Okay, Beschuss. Vor ein paar Mal auf den Frosch. Einmal. Oh, Lunette macht viel Schaden. Das kann man einfach nicht abstreiten. Ich glaube, Beschuss ist aber auch ein sehr heftiger Schlag, ne? Okay, ein Crit. Nicht sehr viel Schaden, sondern es verbraucht sehr viele Pfeile. Die Musik ist einfach toll. Zum Kreise mal die Insel, ne? Vielleicht gibt es irgendwie ein Dorf oder so. Nee, gar nichts, ne? Was ist hier? Nur eine kleine Insel. Gehen wir von da aus mal nach links. Haben wir jetzt eine Karte irgendwie mit 6 zum Beispiel? Hier, Wistelbrot. Okay. Magie einsetzen. Okay, einfach schräg fliegen. Hier ist nichts, aber hier rein. Schiffswrack. Gibt's hier kein Leben? Thron. Blutschwert. Oh ja. Es wird OP. Es wird so OP sein. So. Offiziell OP nun. Absorbiert LP.
Das wird überragend sein. Soisorn. Wenn der Zwiebelritter noch viel stärker wird. Oh, Leben. Oh, oh nein, Fräulein, irgendwas. Ach hey, wenn es unternommen wird, wird unsere Zeit bald abgelaufen sein. Hey, Opa, beruhige dich doch. Was ist denn los? Das Land, die Dunkelheit hat sich über das Land gelegt und die Zeit angehalten. Fräulein Aria hat versucht, die Geschehnisse aufzuhalten. Aber, oh, Fräulein Aria. Ach je, Fräulein Aria, wacht auf. Sie ist sehr schwach. Wir müssen ihr helfen. Ich frage mich, ob wir nicht irgendwas in unserem Beutel haben, das ihr helfen könnte. Wir benutzen mal ein Elixier. Alter, ich bin so im Final Fantasy Pro, ey. Elixier halt alles. Ah, geil. Wo bin ich? Wer seid ihr? Das war jetzt erst Intuition, weil sie ist schwer krank. Elixier hilft da. Haben wir nicht sogar mit dem Elixier die Frau von Sid geheilt? Elixier ist einfach ein Wunder. Besonders in den Part davor. Schon, dass ich gerade sie skippe, aber in den Part davor haben wir bei Schloss Argus oder ich glaube sogar davor, ich weiß gar nicht, doch, nee, ich glaube der Part davor, haben wir Schloss Argus ja halt diesen Wissenschaftler getroffen, der gesagt hat, wir haben das Elixier studiert und so. Das studiert man nicht so einfach so, ne? Das ist nun mal OP-Zeug. Das Licht, ich sehe die Kraft des Lichts in euch. Kann es sein? Ich bin Lunette. Die Kristalle haben uns in diese Welt geführt. Also seid ihr die Krieger des Lichts? Die Kristalle haben die Krieger auserwählt. Wir sind gerettet. Wenn das bloß so wäre, außerhalb dieses Schiffes steht die Zeit immer noch still. Als ist die Dunkelheit über diese Welt hineingebrochen. Wir müssen sie aufhalten. Bring mich zum Tempel des Wassers. Wenn wir den Kristallsplitter zu dem Kristall dort bringen, dann können wir vielleicht... Bitte, bring mich zum Tempel des Wassers. Andrea hat sich der Gruppe angeschlossen. Oh, das ist schön. Hallo Aria. Ist ja schön hinter uns her. So, wir verlassen dich mal. Bitte gebt gut Acht. Bitte gebt gut auf, das Fräulein Aria Acht. Achso. Ich werde über die Schiffs wachen, bis ihr zurückkehrt. Bis ihr das esse, Alter. Okay. Blutschwert bekommen, ey. Ha. Die Entwickler wissen jetzt, was man mir da in die Hand gedrückt hat. Das ist ein Perma-Heal für Lunette. Warte mal kurz. Besonders das Dumme ist, der Zwiebelritter kann alles tragen. Ich glaube, das Blutschwert ist nur für eine bestimmte Klasse noch, die kommen wird. Aber ein Krieger kann das Blutschwert nicht tragen. Glaube ich zumindest. Blutschwert geben, ey. Krass. Kann mir gleich eine Schleife in der Hand drücken und sagen. So. Hast du das perfekte Accessoire. Weil Schleife, das ist in Final Fantasy ein Gegenstand, der immer wieder auftaucht. Und das ist einfach der Gegenstand der Gegenstände. Schleife bewirkt nämlich, dass ihr immun gegen Statusveränderungen seid. Das heißt, so Sachen wie, bisschen mal nach da zielen und jetzt mal runter. Ja, dass ihr immun gegen Staatsveränderungen seid. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Weil so kann man keinen Stein auf euch machen, keine Dunkelheit.
oder sonstige, halt Wicht oder Frosch oder sonst was, ne? Gibt so viele Statusveränderungen, ne, die negativ sind. So, gehen wir hier rein. Dieses Wasser, ey. Ich würde gerne mal Frosch probieren, aber... Ja. Keiner kann das. Also nur Refi, aber... Wenn ich den Job einmal wieder mit ihr hin und her wechseln. Dem Himmel sei Dank, in diesem Splitter ist immer noch Licht. Kristallsplitter erhalten. Bestimmt müssen wir jetzt zur Höhle damit. Oder zu diesem Gang da. Als nächstes müssen wir zum versiegelten Wasserkristall. Richtig. Er muss mit dem Licht des Splitters beseelt werden. Von den Aria, woher stammt dieser Splitter? Als wir sahen, dass die Dunkelheit sich ausbreitete, versiegelten wir Priesterinnen den Kristall, um ihn zu schützen. Wir hofften, dass eines Tages die Krieger des Lichts kommen würden. Mit diesem Splitter kann das Siegel des Kristalls gebrochen werden. Kommt, wir müssen nun zur Höhle der Gezeiten im Norden aufbrechen. Ja, war klar. Ob das wohl gut geht, dass wir jetzt nicht so trainieren? Aber wir endlich mal, ich glaube, das ist noch nicht die ganze Map. Das kann nicht die ganze Map sein. Ich glaube halt, weil die Zeit angehalten hat, sind nur die beiden Gebiete anzeigbar. Glaube ich halt, ne? Bin mir aber nicht sicher. Es ist auch etwas her, dass ich das Game durchgespielt habe. Das Blutschwert, ey, schon noch so rot. Vielleicht werde ich das abnormalste ever sehen. Wenn es arg, das hier beendet. Mit Windklinge. Und jetzt. Ich heim mich einfach, ne? Sau viel Schaden geheilt. Dies ist das versiegelte Portal. Es wurde geschaffen, um Eindringlinge von Wasserkristall fernzuhalten. Nur Priesterinnen dieses Tempels können es passieren. Arya kniet nieder und beginnt zu beten. Wir können nun passieren. Es macht gerade so viel Spaß, ne? Unglaublich. Die Arie gefällt mir auch so vom Design her. Ist halt eine nette. Einfach krass, nur was wir für einen Schaden reinballern, ey. Am geilsten wäre es ja noch, wenn er den Schaden verteilt halt noch auf alle. Also nicht den Schaden, sondern... Die Heilung. So, Refia macht 780. Und der kommt einfach mal nur nett. Mit den scheiß Werten macht er so viel Schaden, ne? Übertrieben. Einfach Zyberritter übertrieben. Aber wir nutzen das aus. Ich hoffe, es stört die meisten nicht, aber... Ja. Was muss, das muss? Dafür sind ja die anderen Leute da, dass die Klassen so vorstellen kann etwas. Zum Beispiel, kann man die Berufe noch mal zeigen. Wir haben ja schon fast alles gesehen bis jetzt. Freiberufe haben wir gesehen, war ganz am Anfang. Krieger haben wir gesehen. Mönch haben wir auch gesehen. Weißmagier haben wir gesehen. Schwarzmagier haben wir gesehen. Rotmagier ist eine Kombi davon. Haben wir nur das Design gesehen. Oder? Haben wir das Design gesehen? Kann er mal zeigen irgendwann. Waldläufer haben wir. Ritter. Haben wir nicht gezeigt. Die Ritterklasse. Das müsste eigentlich ein Krieger sein, der Weißmagie kann. Also heilen kann. Sonst haben wir Gelehrten. Geomant haben wir gesehen. Zwiebelter haben wir.
wenn dann die nächsten Klassen kommen, werden es auch die Leute darauf dann halt trainieren. Dass dann diese Klasse spielen. Klar, so werden die Leute niemals recht stark sein. Erst so gegen Ende. Also, wenn wir alle Klassen haben und ich dann sage, okay, der wird das, der wird das, der wird das. Halt nur Lunette wird stark sein. Das ist auch okay so. Ein Charakter kann nur das OP sein, alles durchcarryen, ne? Aber ich will jetzt noch zeigen, was die anderen Charakter können. Wow. Besonders, es wird abartig, wie krass das noch sein wird mit ihnen. Weil die Statuswerte erreichen später den Höhepunkt. Aber dafür muss ich auch viel offline trainieren mit ihnen. Aber im Moment klappt das wirklich gut, ey. Im Moment, ey. Oh. Ich verstehe nun, warum die Kristalle euch auserwählten. Ich spüre das Licht in euch. Es ist kraftvoll und doch sanft. Cool. Stimmt, da kann man mit Fake austriggern. So. Ich bin erst gerade erstaunt, dass das so gut mit dem Zwiebelritter gerade klappt. Halt, weil er so viel Ausrüstung tragen kann, weil, guckt euch mal die Staatswerte an, ne? Diese Mikris, ne? Aber das ist das hohe Level und, ja. Und die Waffenrüstung, ne? Ist er erst gut spielbar. Wo man sagen kann, er ist schon der stärkste der Leute da, ne? Obwohl er von den Werten her weit unter denen ist. Finde ich schön. Malstrom. Was? Das ist eine One-Hit-Attacke? Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Spest. Hier geht's weiter. Geh erstmal nach links. Hoffe, hier gibt's Truhen. Okay, hier geht's auch weiter. Hier geht's nach unten. Ich geh mal zur Mitte. Aber leider ist ein extra Kampf, glaube ich. Ja. Ich werde euch beschützen. Vitra. Schön. Kann es immer bei mir eine Party sein? Oh, immer Heilung für uns. Oh, das wäre natürlich der Traum. Schade, kein One-Hit. Ach du Scheiße, sein Schaden, ey. Blutschwert, ey. Geil. Ich glaube, wir hatten nur kurz recht, wir heilen. Oder heilst du jetzt? Eigentlich nicht, nee. Ach lol, ich geh jetzt mal weiter. Das sah so aus, ne? Dass da so eine Mitte weitergeht. Aber wir werden erstmal den Party beenden. Dankeschön fürs Zugucken, ne? Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Euer Nau Amagi. Tschüss.